Hi Leute und recht herzlich willkommen bei Mario Kart vs. Domtendo oder so irgendwas. Naja, wir sind beim Domtendo-Turnier, weil online gerade gar nichts geht. Mit dabei, Kira, damit sie auch mal eine Begrüßung hier macht. Zumindest mit ihrem Mi. Ja, Bowsers Festung, okay. Läuft jetzt natürlich etwas anders als normalerweise und naja, punktemäßig kann man sich halt erst am Ende wirklich vergleichen. Keine Ahnung, ich werde dann eigentlich nur 4 Rennen spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele da eingestellt sind, ehrlich gesagt. Ich habe 48 Punkte. Und übrigens, da ist die Karte. Yay, ich habe es endlich hinbekommen, die Karte anzuzeigen. Ich habe vorhin mal eine Folge aufgenommen oder angefangen aufzunehmen. War jetzt nicht wirklich weit aufgenommen. Ja, da habe ich es nicht geblickt, wo die Karte eingeblendet wird. Ihr seht jetzt auch endlich, naja, nicht alles, was auf dem Gamepad ist. Nope. Ihr seht aber zumindest mal die Leute. Und auch hier, yeah, da und so. Naja, machen wir es halt so. Besser als runter zu fliegen oder ein bisschen besser als, nee, ein bisschen schlechter als dran vorbeizufahren. Minimal. Eigentlich könnte ich mir mal merken, welche Richtung man in welcher Runde fahren muss, damit man am wenigsten Chancen hat, dagegen zu fahren. Kira. Elster. Come on, Kira. Das schaffst du. Da. So. Natürlich. Natürlich. Wow. Okay, ich habe ihn, glaube ich, dahin geschubst. Mars ist vor mir. Immer diese blauen Panzer, von wem der wohl kam. Naja, nicht von Kira. Dafür muss man irgendwo im Mittelfeld sein. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Schon mal nicht schlecht. Das war zum Beispiel dann wiederum nicht so gut. Damit. Immer diese anderen Items. Wenn man doch nur der alleinige Herrscher der Items sein könnte. So. Irgendwas hat mich da gerade getroffen. Okay. Muss mal. Willi! Ich schaff's heute nicht, den Dingern da. Das ist. Nope. Das reicht dir aber nicht, um mich zu überholen. Gott, das ist gerade ein anstrengendes Duell. Aber hoffe ich ja auch. Sieht's aus. Machen wir das mal so. Es wird auf keinen Fall reichen, um seinen Goldner. Verdammt, okay. Um seinen Goldner Pilz auszugleichen. Verdammt, beinahe Zweiter geworden. Und Gera. Sechster. Yay. Geht doch. Geht doch. Super. Hilfe. Bisschen Husten hier. Leicht. Es hat endlich mal einen Kugel-Willi bekommen. Okay. Ich mag beide Strecken, die kommen selten gleichzeitig. Mal Vario-Abfahrt. Come on. Mehrheitsentscheid ist das selten. Ich weiß nicht, ich finde Mehrheitsentscheide eigentlich besser. MK8 sucht die, okay. Auf jeden Fall, ja. Wie man sich vielleicht doch denken könnte. Wisst ihr eigentlich, bleibt es die Karte? Ja. Gut, das hätte mich nämlich sehr stark gestört, wenn die nicht geblieben wäre. Dann. Ich wollte den da aus der Münzbahn schubsen. Wie sieht's aus? Ich versuche erstmal Erster zu bleiben. Verdammt. Das hat leider nicht gereicht, um Mars aufzuhalten. Der Kriegsgott in Persona.
Uah. Jetzt kommt natürlich... Okay. Ich habe ihn abgewehrt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das muss nicht sein bei drei Panzern. Wie sieht's aus? What the fuck? Wie schnell ist der? Das reicht nicht. Gut, dass ich das nicht nach hinten geworfen habe. Das wäre mir zum Verhängnis geworden. Nee, ich will auch einen Applaus zum Kuchen haben. Ja, vor allem schön in die Richtung. Was zur Hölle? Oh Gott. Jetzt bin ich natürlich ganz hinten. Das ist noch Kera. Kera ist Dritter. Ich komme hier nicht voran. Na toll. So kann man sich zumindest wieder beschleunigen. Danke, G. Hi. Ich werde hier mal kurz... es hat ganz knapp nicht gereicht. Natürlich. Wow. 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 Das ist mal eine Runde. Das habe ich selten. Aber gut. So, jetzt krieg ich auch mal einen Kugelwilli. Den habe ich, glaube ich, in der Episode noch nie gezeigt bekommen. Come on. Man kann auch driften halten, was mir dieses Mal eher negativ war als positiv. Negativ war? Ja, irgendwie sowas. Aua. Das hat mich jetzt getroffen. Egal. Ach, das ist offenbar das, wo ich hier hingehöre. Wow. So. Tut mir leid. Zumindest mal noch siebter. Boah. Boah. Autsch. Mann. Okay. Damit sind wir beide ungefähr gleich auf. Na toll. Was heißt na toll? Nichts gegen den Platz, aber ich würde gerne eher weiter vorne spielen. Und vor allem dann natürlich in einer Wertung. Naja. Die Leute sind offenbar recht gut hier. Wer hätte es gedacht? Sollte ich mir eigentlich mal angewöhnen, dass ich irgendwie täglich irgendwie ein Turnier spiele. Naja, ein Turnier, wo man auch volle Teilnehmerzahl bekommt. Nicht so wie bei meinem. ja. Lasst uns starten. Oder so. Es werden immer weniger Spieler. Bei einem Turnier müsste sich das doch eigentlich ein bisschen ausgleichen, eventuell. Weiß nicht. Ja, gleich auf. Nicht ziemlich gleich auf. Wir sind gleich auf. Okay. Dann muss ich mich jetzt hier anstrengen. Möchte ja einen guten Eindruck hinterlassen. Bei euch und so. Es geht hier ja um etwas. Naja. Irgendwas. Ich weiß noch nicht so ganz was. Ja. So, was kriege ich hier? Grüne Panzer. Dann werden wir mal... So. Please. Könnte es ruhig doch treffen. Oder so dürfte ich dich, glaube ich, treffen. Oh. Eine Piranha-Pflanze. Das ist nicht so gut. So. Das wird ins Nichts gehen. Das ist mir auch egal. Na, come on. Nicht gut. Hinter mir kommt ein Bumerang. Ach. Das war irgendwie klar. Wow. Bäh. Ich hoffe, Kera ist gerade nicht Erster. Hi, Kera. So. Nein, ich will ein anderes Item. So, thank you. Wenn ich zumindest hier entlang komme. Wow. Nope. Die Kurve hast du nicht richtig bekommen, würde ich mal sagen. Aua. Na toll. So, sorry für den Bumerang. Ich will ja nicht jemand anders treffen, aber offenbar treffe ich heute nichts. So, dann machen wir mal hier einen Quick Turn. Ja.
Das ist schon deutlich anspruchsvoller als ein einfaches Online-Rennen. Oh, jetzt sogar noch ein Item bekommen. So, ich beschütze dich, Gera. Irgendwie. So halb. Das Zerstören der roten Panzer. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Och, come on. Och, come on. Please. No. Das hätte klappen müssen. Damn it. Oh, was für ein Battle. Echt? Das ist, ziemlich adrenalinvoll. Und ich gewinne nicht nur jedes Mal. Macht sogar recht viel Spaß. Ja, sie schreibt gerade, der blaue Panzer muss mit seiner Zielerkennung, gepatcht werden. Ja, das stimmt. Vollkommen. Es werden immer weniger Leute. Toll. Und immer ein härteres Battle. Bam, 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 bam. Etwas Nachsicht, bitte. bist nur direkt hinter mir. Mehr Nachsicht kann ich nicht geben, glaube ich, irgendwie. Peach, Peach. Nein, nicht Peach, Peach Loss, so rum. Ja. Aber wenn man hier was erreichen will, muss man da definitiv mehr trainieren. Also das Turnier würde ich jetzt mal nicht als ein Anfängerturnier betrachten. Nö, ganz und gar nicht. Schon das vierte Rennen? Oh. Okay. Oh, ich liebe die neue Karte übrigens. Das ist echt nicht schlecht. Weil ich es jetzt noch nicht richtig benutzen konnte, weil ich bisher ja nicht wirklich... Ah. Hallo? Dankeschön. Lass mich hier bitte auch vorpreschen. Oder so irgendwie. Man kriegt ja auch dadurch, dass man... So, okay. Ja, ich müsste jetzt auch nicht mehr nach hinten schauen. Egal. Den Satz von vorher kann ich unvollendet lassen. Unbeendet lassen, so irgendwas. Die sind irgendwie alle gerade hinter mir. Okay, ich glaube, die Guten sind gerade rausgegangen. Oder so. Down, da, 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 down, down. Naja, ich werde trotzdem irgendwann einen blauen Panzer abbekommen. So viel ist schon mal sicher. Normalerweise ist ja nach dem vierten Rennen oder so üblicherweise ein kleines Reset gemacht, wo sich die Spieler neu formatieren. Formieren, so rum, nicht formatieren. Formatieren wäre löschen, das gibt keinen Sinn. Sehen wir schon. Oh. Dann ist das mal wieder ein Spiel, wo ich eher auf die Karte achten kann. Map Awareness. Etwas, was ich bei League of Legends sehr lange trainieren musste und immer noch nicht wirklich habe, weil ich auch nicht mehr wirklich League of Legends spiele. Okay, Kira ist gerade Dritter. Mit dem Stern oder sowas? Ah, egal. Ja, doch, mit dem Stern. Oben auf der Karte sieht man sogar Blaupanzer. Okay. Tja. Ein blauer Panzer kann euch auch noch nicht helfen. Und irgendwas habe ich gerade getroffen mit meinen Bananen. Oh, verdammt. Ja, da ist die Banane gut aufgehoben, glaube ich. Wieso muss ich immer Button mashen beim Item rollen? Das kostet mich, glaube ich, mehr als einmal den Sieg. Oder hat mich bereits mehr als einmal den Sieg gekostet. Down. Und das war's dann. Das hätte mich getroffen. Nein, Kira! Nicht nach hinten rutschen. Dem, 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 dem. Immerhin mal noch auf 26 Punkte hoch. Oh, war das das letzte Rennen? Ich glaube, das Rennen könnte eventuell auf 8 eingestellt sein. ich hab's gesehen, Kira. So, ja. Für eine gute Episode reicht das eigentlich schon. Das heißt, ich beende jetzt die Aufnahme, ob wir weiterspielen oder nicht. Ja. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr fahrt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays.
Ciao, Leute.